Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD! Wir sind hier angekommen im vierten Dungeon. Verschwindet! Verschwindet, habe ich gesagt! So, und wie ich sehen kann, können wir hier in diesem Raum noch ein bisschen weiter erkunden. Eigentlich sollen wir hier hin. Aber ich habe da jetzt nichts gefunden. Vielleicht muss ich halt einfach nochmal hin, aber... Gucken wir uns das einfach später nochmal an. Weil ich finde sowieso, dass dieser Raum hier sehr interessant aussieht. Aber vielleicht ist auch eine Falle. Nicht treffen lassen, die tun weh, falls ihr es nicht wisst. Deshalb müssen wir da aufpassen. Hier kann ich doch bestimmt hoch, oder? Ja, okay. Hiermit kann ich hochtraveln. Das ist zumindest schon mal ganz vorteilhaft, würde ich sagen. Na komm. Ja. Das ist bestimmt einfacher mit Knopfsteuerung als mit Gyrosensor, was auch immer Steuerung, die ich habe. Okay, damit komme ich nur wieder zurück. Komme ich denn dahin? Und da gibt's auch noch was. Lass mich mal dahin. Moment. So. Darf ich hier durch? Kann ich das Netz kaputt machen? Ja, kann ich. Ich stelle mich nicht so gut an, ich weiß. Ich will aber nicht zu nah kommen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das keine gute Idee wäre, zu nah zu kommen. Ja. Naja. Das ist die Spinne frei. Aber ich einfach dran vorbei. Haha. Kommst du hier rein? Oh oh, sie kommt hier rein. Hey! Was war das denn? Hä? Bam! Ja, okay, gut. Die sind viel einfacher zu bekämpfen, wenn sie. Am Boden sind und rumkrabbeln. Ja. Gyrosensorsteuerung, ne? Triff die vier Steine, wie es die Sitten dieses Landes verlangen, und der Weg öffnet sich. Was? Okay. Ich vermute mal, dass es hier vielleicht weitergehen könnte. Ich muss hier irgendwas machen. Okay, irgendwelche vier Kristalle oder so betätigen und dann aus magischer Art und Weise eröffnet sich dann irgendwas, schätze ich mal. I don't know. Aber gut, dann sind wir hier fast erst fertig, schätze ich. Moment. Können wir da wirklich nicht lang? Darüber? Geht das nicht? Nee, das wird nicht funktionieren. Okay. Ja, keine Ahnung, wie man dahin kommt. Das werden wir bestimmt gleich noch herausfinden. Vielleicht bekommen wir irgendwas dafür, dass wir da hinkommen oder so. Vielleicht kriegen wir irgendwelche neuen Abilities fürs Schwimmen. Das könnte ja sein. Was willst du denn hier? Sterben? Kein Problem. Na gut, gehen wir mal drumherum. Ich möchte mir das mal ein bisschen genauer anschauen. Zumindest in den Dungeon. Mach hier mal ein bisschen was Gras weg. Wieso wächst hier überhaupt Gras? Na okay, gut, hier ist viel Wasser, ne? Okay. Das funktioniert nicht. Nee. Alles klar, okay. Habe ich verstanden. Da geht's noch nicht lang. Aber da wird es später lang gehen. Wenn wir dann unsere neue Ability bekommen haben, gehe ich mal davon aus. So ein bisschen schneller vorangehen. Ach, schaut mal. Ah, ich bin hier nicht getaucht, ne? Ich bin hier nicht getaucht. Ich bin auch an der Oberfläche dran vorbeigegangen. Also habe ich das hier nicht gesehen. Das ist ein Fischmund, da können wir rein. Also könnten wir rein, wenn hier ein großer Wasserfall wäre. Dem können wir nicht vorbei, oder? Maybe, maybe, doch, warte. Ah. Vielleicht kann man dran vorbei. Nee, das sieht nur so aus. Schade. Na gut. Hä, was machen wir denn dann? Ich habe ja nichts irgendwie bekommen oder so, was wir machen können. Sonst gibt's ja hier unter Wasser nichts. Oder? Nee. Die Hand. Nichts Neues drin. Okay, ich habe keine Ahnung, vielleicht müssen wir doch hier durch. Nee, das funktioniert nicht. Da kommen wir nicht durch. Kannst du doch mal probieren, aber ich hab's ja gerade gemacht. Hat nicht geklappt. Aua.
Seht ihr? Ich werde, egal was ich mache, immer rausgepusht. Das klappt nicht. Ich erkundige mich noch mal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich was gefunden habe. Was steht denn eigentlich hier drauf? Vielleicht. Okay. Vielleicht ist ja ein Tipp. Die Symbole auf der großen Steinstatue lehren dich die Sitten dieses Landes. Zuerst den Nacken, als nächstes den Rücken, dann den rechten Handrücken und den linken Handrücken. Was? Was? Muss ich mir das Ding nochmal genauer anschauen? Von außen? Ja, rein kann ich ja noch nicht. Moment. Sehe ich vielleicht was? Von hier hinten? Nein, nicht so. Moment. Rücken? Ne, Nacken, Rücken? Moment. Nacken. Bitte, schau mal, ob da oben was ist. Ja, das sieht so aus, als wäre da oben was. Aber vielleicht ist das noch nur ein Eingang für später. Das sieht so aus, als wäre das ein Eingang für später. Aber gut, wir wissen, ja, es ist ein Eingang. Ja. Okay, da stand Nacken, ne? Nacken, Rücken. Rechts, links. Nacken, Rücken. Rechts, links. Okay. Ich habe eine Idee. Moment. Ich habe noch eine Idee. Geh mal hier rüber. Und dann kann ich von hier aus an den Nacken. Aber hier ist nichts. Ist doch hier der Nacken. Aber kann ich da vielleicht runter? Nee. Schon mal am Rücken. Ist da was? Moment, ist da was? Hier ist was Blaues. Da? Oder ist das nichts? Nee. Hey, da ist ein Schalter. Kann ich da irgendwie hin? Kann ich das vielleicht umdrehen? Ist ja blöd. Warte, kann ich das vielleicht von unten? Kann ich das nicht von unten umdrehen? Aua, aua! Mein Gott! Wieso geht denn das nicht? Und was ist das hier? Ich will eine Stampfattacke ausführen, aber falsches Spiel. Nee, passiert nichts. Kann ich bewegen? Muss ich mit dem vielleicht irgendwas machen? Ich kann die herumbewegen. Vielleicht muss ich die irgendwo mitnehmen? Boah, das steuert sich so kacke. Oh, bitte sagt mir nicht, dass ich mit dem was machen muss, weil... Das steuert sich ja echt kacke. Nee, ich hoffe mal nicht. Ganz ehrlich, ich bin kaum überfragt. Ich gucke jetzt einfach nach. Das Spiel gibt mir keine Hinweise. Oh, Nacken, Rücken. Was soll das heißen? Hier ist nichts im Nacken oder im Rücken. Ja, okay, hier sind so ab und zu mal ein paar Symbole, aber die sehen alle exakt gleich aus. Also ich kann es euch mal zeigen. Aber ich glaube, ich habe es schon gezeigt. Ich zeige euch trotzdem mal, was ich meine. So, wenn ich hier hingehe, ne? Dann sehe ich da drüben, hier, das Symbol. Das sehe ich auch ab und zu woanders, aber halt nur, wo das Blaue an links, rechts oder unten ist. Ja, wow, okay, und das hilft mir jetzt wie? Okay, Leute, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie es weitergeht, ja. Und die Antwort ist wirklich, ich finde sie echt dumm, also. Warum seid ihr jetzt wieder respawned? Geht mal bitte weg. Und zwar müssen wir hierhin zurück. Weil hier gab es ja diese eine Tür, wo ich dachte, dass man hier nicht durch kann. Aber ich habe euch einfach in diesen Wandmalereien gesehen mit den Symbolen, ne? Die in verschiedenen Richtungen blinken. Und das ist die Antwort auf dieses Rätsel hier. Und zwar ist es... Wenn ich jetzt meine Gyrosensor nicht enttäuscht. Oben, unten, rechts, links. Nicht? Oben, unten, links, rechts. Ah!
Ja, oben, unten, links, rechts. Okay. Ja, okay. Könnte man drauf kommen, aber finde ich trotzdem blöd, weil das sieht meiner Meinung nach nicht ähnlich genug aus, damit ich da die Connection machen kann. Ist auch egal. Jetzt können wir weiter. Ich nehme den L einfach dafür und machen einfach weiter. Okay. Aha, dann wären wir hier schon durch mit diesem Raum. Machen jetzt dieses Gebiet hier fertig und dann muss es da drin oder da drin weitergehen. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da sind ein paar Skultulas. Ne, du bist das Skultula. Das sind so kleine Skuldis, oder? Wie heißen die? Ich habe es vergessen. Ey, schwinde. Okay, warte, wie ging das nochmal, mal gegen die zu kämpfen? Einfach gar nicht? Einfach gar nicht, oder? Ja, dann muss ich schon auf die Dinger landen jetzt. Wenn ich jetzt nicht kämpfen will. Ah! Oh Gott. Oder wir machen es einfach so, wir schwimmen einfach dorthin. Ja, das geht auch. Das sollte klappen, ohne dass er mich killt. Weil man kann einfach vorbeispringen. Super easy. Es geht einfach. Und da hat sich suicided. Okay, cool. Dann mach du halt, wie du meinst. Hä, warum bin ich jetzt hier oben? Ja, was will ich jetzt hier? Wasser ist ein Gang? Moment. Ist das richtig? Ach, ist direkt da drunter irgendein... Ah, direkt da drunter war was. Habe ich gar nicht gemerkt. Neu. Habe ich nur durch die Karte gecheckt. Ah, Link! Ach, Link. Hä? Warte, ich muss nochmal kurz Luft schnappen gehen. Wieso? Oh, Steuerung. Wieso kann ich denn da nicht durch? Das hätte doch dieser eine Dude auch mal gemacht. Dieser Queb. Nicht? Doch. Ach so, ich muss halt nur mittendrin im Schwimmen sein, um das zu machen. Oder wie? Okay, keine Ahnung. Jetzt hat's geklappt. Nein! Was zum... Hä? What the hell? Link, was machst du? Nein. Hoch da. Kletter hoch. Du darfst gerne klettern jetzt. Danke. Und hoch da. Und hoch da und... Hebe die ab. Wo sind wir? Bei einem Item. Ich mag ja meine Items. Deshalb, was kriegen wir denn so Schönes? Ja, den Schlüssel. Ja gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall alle, wo es weitergeht, ne? Ah, hier bin ich. Aha. Okay. Der ganze Bereich hier ist für den Schlüssel. Und mit dem Schlüssel können wir nun in die Statue hinein oder so. Ist ja hier der Hauptattraktion des Dungeons, diese Statue, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Was wird mich da erwarten? Vielleicht ein Mini-Boss-Kampf? Könnte ich mir vorstellen. Rollen wir da mal ganz schnell hin. Ah, schaut mal, hier oben links sieht man sogar, dass ich einen Schlüssel habe. Da oben sieht man das sogar. Ist mir gerade erst aufgefallen. Wahrscheinlich war das schon immer so. Mir ist es nie aufgefallen. Naja, dann ist es halt so. Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Okay, da kommt ein Puzzleteil rein oder so. muss ich da ran drehen? Lass uns das mal versuchen. Da! Hm? Will nicht? Sag mir nicht, ich soll da runterspringen. Das klappt nicht. Habe ich irgendwas anderes, das funktionieren könnte? Nee. Soll ich jetzt wirklich runterspringen, Leute? Okay. Dann springe ich. Hallo. Ja, das war klar. Das war mir so klar. Das ist aber kein normaler Steilfoss.
Es ist ein Macho, mein Stahlfoss. Was zum... Ich habe kein Schild. Aua. Warte, warte, wenn man kein Schild hat, Bomben. Mir ist es wieder eingefallen. Komm her, komm her. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ja, ja, ja. Yes. Okay, ouch. Ouch, ouch. Okay, man darf ihn nicht so oft schlagen. Ah! Ich muss ihn dazu bringen, hier stehen zu bleiben. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Yes. Okay, okay, okay. Bomben funktionieren, Bomben funktionieren. Komm, komm, mach bumm, bumm, bumm. Bumm, zack, bumm. Schön. Als ob ich immer nur so wenig Damage machen kann. Das ist ja voll nervig. Wann kann ich denn nie mehr Damage machen? Ich bin zu wenig. Nur so ein Schlag oder so immer. Aua. Oder mache ich irgendwas falsch? Was ist denn das hier? Soll ich die kaputt schlagen? Ah ja. Krieg ich Herzen von. Okay. Ich habe das Gefühl, ich mache es irgendwie nicht ganz richtig. Kann das sein? Aua. Habe ich ihn? Ich habe ihn nur noch aggressiver gemacht. Das war nicht mein Plan. Das war nicht Teil des Plans, Freunde. Bombe, Bombe, Bombe. Aber ich kann immer nur einen Damage machen. Meine Bomben gehen mir aus. Ich brauche dringend Bomben. Bitte sag mir diesen Donnerblumen irgendwo. Please. Please tell me. Mir gehen wirklich die Bomben aus. Komm. Komm, mach Bumm, Bumm, zack, Bumm, Bumm, zack, Bumm. Okay. Da wieder ein Herz. Danke. Na komm, schlag zu, schlag zu, schlag zu. Aua. Oh. Schnell, schnell. Das war das Problem. Oh? Huh? What? Stech ihn ab! Okay, keine gute Idee, keine gute Idee. Okay, das war aber viel mehr Damage. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber... Okay. Okay. Ich würde ungern meine Fee benutzen, deshalb ich bleibe bei der Bombentaktik. Ich habe noch ein paar. Wenn ich noch ein paar habe, dann kann ich sie auch nutzen. Und bumm! Da ist er! Down! Und fällt auf die Schnude. Schön. Boah, also... Ich hab's ja schon letzten Mal gesagt, die Gegner werden echt viel, viel schwieriger jetzt. Und ja, wir kommen jetzt zu einem niedrigeren Teil des Dungeons. Wir sind jetzt eine Stufe runter. Ja, oder? Oh. Ich glaube schon. Achso, oder ist das hier nur so eine Schatzkammer? Ich habe keine Ahnung. Bitte sag mir, ist mehr als nur Rubin oder so. Oh! Das Dungeon-Item! Du hast die Peitsche erhalten! An ihrer Spitze befindet sich eine magische Lichtkugel, die an den unterschiedlichsten Dingen haften kann. Drücke ZL, um ein Ziel anzuvisieren und wickle mit Schwung. Achso, deine Peitsche herum. Wickle mit Schwung mit der Peitsche herum. Juhu! Okay. Wie geht denn das? So eine Angel. Oh! Aber jetzt schneller! Boah. Okay, interessant. Ach, kann ich damit vielleicht dieses Ding betätigen? Ah, das funktioniert natürlich, ne? Okay. Ah, das macht Wasser an. Damit komme ich wieder hoch. Ne? Yeah. Okay. Oh, damit können wir uns bestimmt auch rüberschwingen. Kann das sein? Warte. Geht das nicht? Nach da hinten? Bin ich von der anderen Seite. Warte. So. Ja. Ja, das funktioniert schon mal. Okay, ihr wartet kein Unheil auf mich. Noch nicht. Ich guck erstmal, was hier ist. Ich guck mal, was hier ist. Okay. Nee, danke. Ich sehe jetzt keinen Sinn dahin.
da eine Tür hinzusetzen. Aber okay, das ist auf jeden Fall eine Tür. Lass mal gucken, was da oben ist. Genau. Diese Blüte hier. Genau, wir brauchen wieder ein Puzzleteil, damit wir da durchkommen. Und hier geht's nicht lang. Hä? Warum sind da Treppen? Okay, weird. Naja, ist auch nicht schlimm, ist egal. Oh nein. Das ging nicht so ab, wie ich es geplant habe. Aber ist nicht schlimm, wir sind schon wieder oben. Und ja. Okay. Ich komme zwar immer noch nicht da in diesen Fischmund rein hier, aber wir können jetzt uns hier rüberschwingen. Kann das sein? Ich glaube schon. Lass es uns ausprobieren, ja? Probieren geht über Studieren, sagt man noch so schön. Deshalb. Warte, ich muss nach da. Ich muss nach rechts. Lass dich nicht stechen. Gut. Nein, ich muss den hier machen. Nicht den, aua. Den hier. Genau. Jo. Da, ihr seht ja schon diese Lianen. Nicht? Warte. Nicht? Hä? Oh, jetzt hat's geklappt. Was? Okay, Steuerung. Steuerung ist noch ein bisschen. Macht doch gar nichts. Steuerung muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. I guess. Er hat es einfach gemacht, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das war gerade weird. Keine Worte dafür. Ich muss hier gedrückt halten. Hä? Was zum... Warum macht er das? Link, alles okay mit dir? Und dann im richtigen Moment... R drücken, glaube ich. Nicht? Hä? Doch, im richtigen Moment R drücken, aber war falsch Moment anscheinend bei mir. Okay, dann schwinge ich mich mal ein bisschen länger. Und springe jetzt ab! Hä? Ich hab doch losgelassen! Warum machst du mal dein Parachute oder was auch immer? Warum macht ihr das? Ich verstehe das echt nicht. Was? Machen wir noch einen Bounce-Glitch. Let's go. Also. Du musst jetzt nicht mehr. Ah, ich muss nicht mehr. Okay, ich muss nur einmal drücken, um mich dran zu kleben oder so. Bitte. Ah, okay, okay. Du willst mir sagen, da kann ich nicht drüber springen? Na gut. Ja, man muss wirklich im richtigen Moment noch R drücken. Okay. Okay, da kann man lang. Sagt die Map zwar nicht, aber na gut. Ich muss aufpassen, ich glaube hier waren noch ein paar Gegner, oder? Ich habe hier irgendwas da, da oben sind welche. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Dungeon-Karte erhalten! Yeah! Oh. Das ist wirklich ein kleiner Dungeon. Und irgendwo mitten. Achso, ja, genau, genau. Okay, also, hier ist Boss. War mir schon klar, dass ganz oben der Boss sein wird. Wir können hier später durch ins Großareal. Und hier noch durch in ein Großareal. Was auch immer das alles ist. Aber wir werden es bestimmt noch alles herausfinden. Macht bestimmt noch alles logischen Sinn. Wo muss ich jetzt sein? Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo ein Lian ist, ein Knopf ist, irgendwas. Oder so. Oh. Oh. Die Gegner haben mich gesehen. Komm her. Hä? Komm her. Er will mich nicht. Er will sich nicht. Jetzt habe ich ihn. Das Ding ist echt weird.
Jetzt hab ich ihn! Ja! Abgestochen! Ein Rubin. Was erwarte ich eigentlich? Hä, aber wie komme ich denn jetzt weiter? Gibt's hier noch mehr Lianen, von denen ich nichts wusste? Ist das hier nur ein Bonus für die Karte oder sowas? Nee. Da muss ich doch irgendwie hinkommen können. Ich kann ja nichts anvisieren. Nee. Nee. Sieht er mich? Nee. Ha? Nee, for real? Wo muss ich denn jetzt lang? Oder kann ich hier vielleicht... Okay, ich kann die Peitsche durchwerfen. Aber hilft mir das irgendwie? Nee. Nee, tut's nicht. Kann ich das Ding... Nee. Herabhängen? So, nee. Okay, nee. Keine Ahnung. Bin wieder überfragt, wo es jetzt weitergeht. War das hier was? Ist wieder so ein komisches Ding. Ach. Warte. Was machst du? Moment, kann ich das nicht mit der Peitsche umdrehen? Das, wie sieht das auch an? Was macht ein Link da? Das ist so verbuggt. Ja, kann ich. Aber was war... Hä? Irgendwie mega buggy heute. Ich weiß nicht, was los ist. Gott. Motion Controls, am I right? Komm schon. Im richtigen Moment. Wieso geht denn das nicht? Jetzt. Boah. Meine Güte. Ultra nervig. Aber jetzt können wir da durch und sehen, was für Schätze dort lauern. Durch diesen Fischkopf hier. Hallöchen. Ich hab's mit einer Skulte da zu tun, wie es scheint. Was, hinter mir war eine Kiste? Oh, eine Kiste, warte mal. Direkt über mir. Nee, aber hier unter Wasser, hier gibt's gar nichts. Okay, vielleicht kann ich von oben dorthin. Aua. Hier, vielleicht kann ich hier mal irgendwie von... Nee. Oder? Vielleicht kann ich von hier aus dahin? Ah, ja, kann ich. Hier ist sie. Ich weiß, ich werde angegriffen, aber das Geld ist wichtiger. So, jetzt können wir gerne kämpfen. Hey, was geht? Na? Na, Kleines? Na? Na? Kann ich irgendwas damit machen? Nee. Irgendwie nicht. Wie kann ich das denn angreifen? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Lass mich da bitte in Ruhe. Ich suche gerade ein Item gegen dich. Vielleicht das? Kitzelt nur. Toll. Bombe. Ah, aber nicht mich! Aber nicht mich! Oh mein Gott! Jetzt mach Bumm! Doch nein! Ja! Nein! Ja! Ja! Boah, wie das ganze Gift rausgespritzt ist. Damn! Und jetzt? Was? Und jetzt? Geht der Fisch sieht interessant aus. Komm ich jetzt wirklich nicht lang? Warte. Doch. Moment. Ha! Jetzt hat's geklappt. Hehehe. Gut, dass ich das vorhin ausgetestet habe, ne? Bei den Gittern. Sonst wäre ich jetzt hier ein bisschen stuck gewesen. Oh, Bogenschützen. Großer Areal. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, was soll denn das? Okay, das ist instant tot. Okay, sie haben nicht viele Leben. Halten nicht viel aus. Aber können halt schießen. Das ist ein großer Vorteil für die. Deshalb aufpassen.
Okay, da kann ich gleich Musik spielen, aber das will ich jetzt noch nicht. Ich muss jetzt erstmal einen Weg finden. Ah, da oben. Da kann ich meine Peitsche benutzen. Aber ist das sinnvoll? Während die mich angreifen? Oder können sie mich von hier aus nicht erreichen mit ihren Bögen? Jetzt komm endlich! Mein Gott! Super nervig hier! Ehrlich, wirklich super nervig! Oh, und jetzt wollen auch noch Stress! So. Bisschen öfter Y drücken, das funktioniert schon. Oh, das dreht sich. Wow, trippy. Kann ich mich da dranhängen? Ja. Gut, okay. Wie kann ich mich dranhängen? Ich sehe nur leider nichts. Okay, ich glaube, ich muss nicht nach ganz oben. Ich glaube, ich muss mich nur hier festhalten. Weil der bringt mich da schon rüber, ja. Genau. Achso, hier soll ich nur kurz Luft stoppen. Okay. Okay, keine Zeit zu verlieren hier. Ach, come on. Oh, aber gut, dass ich hier gelandet bin. Gut, dass ich hier kurz Pause gemacht habe, sonst wäre ich jetzt hier nicht respawned, auf gar keinen Fall. Oh Gott. Ja. Ich dachte es mir schon. Daneben, Freund! Tja, die können nicht schwimmen. Selber schuld. Und da können wir den Schalter aktivieren. Visier ihn ruhig an. Du darfst ihn gerne anvisieren. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das gemacht habe. Okay, jetzt hat es geklappt. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. I do not get it. Komm mal runter da. Tot. Hä, und jetzt? Kann ich mich von oben irgendwie schwingen lassen? Habe ich nicht gesehen. Maybe? Ja, kann ich. Okay, habe ich nicht gesehen. Ihr werdet das öfter hier sehen. Wie ich einfach am Struggle bin, das Ding zu bekommen. Come on! Das kann nicht so schwer sein! Jetzt mach doch! Endlich! Ja! Mein Gott! Einmal, ich trau mich nicht. Und jetzt? Nee, doch nicht. Das hat meine Input nicht angenommen. Meine Schwingungen. Ja, okay. Hoch da. Da sind direkt ein paar Piranha-Pflanzen. Die umgehend ausgelöscht werden müssen. Gut. Gut. Ja, die sind einfacher als die anderen, finde ich. Ja, die sind auch einfacher auszuziehen, habe ich das Gefühl, diese Schrauben. Das ganze Wasser wird weggesaugt. Oder so. Oder nee, Whirlpool? Sprudel? Keine Ahnung. Was gibt's denn Fall? Achso, nix. Okay. Dachte, das wäre Fall. Dieses Geräusch. Hört sich manchmal so an. Na gut, da sollen wir jetzt runter? Here goes nothing! Ah! Also, Keeling? Wo sind wir denn jetzt? Wir werden einfach rausgeschleudert aus dem Dungeon. Imagine. Wir sind im Untergeschoss, was? Okay, hier kann ich speichern. Würde ich sagen. Die Folge ist auch viel zu lang, oh mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht ist es auch schon die nächste Folge. Wer weiß. Und ja.